Bischof Gebhard Fürst und Ministerpräsident Winfried Kretschmann pilgerten gemeinsam auf dem Martinusweg. Zusammen mit Pilgerinnen und Pilgern der Martinusgemeinschaft führte der Weg von Vaihingen bis zum Schloss Solitude. Am Bärenschlößle wurde ein Zwischenstopp eingelegt und sich gestärkt. Leitgedanke der kleinen Pilgerreise war die Einheit und die Solidarität Europas. Der Ministerpräsident betonte bei einer Rede, dass ein gelingendes Miteinander auch Gottvertrauen benötigt. Im Vertrauen, dass das, was wir uns alle, Sie in Ihrem Alltag, in Ihrem Beruf und auch ich uns jeden Tag bemühen, dass das nicht umsonst ist, sondern dass es wichtig und wertvoll ist, dass wir so bauen können an einer guten Zukunft Europas, so wie es uns der heilige Martin gewiesen hat. Herzlichen Dank. Der heilige Martin sei ein Vorbild für Europa, das sagte auch Bischof Fürst. Wir brauchen eine Basis des Miteinanders. Und da ist der heilige Martin mit seiner Mantelteilung, aber auch mit seiner Verwurzelung in Gott, dass er nicht aus sich selber heraus alles macht, sondern aus der Beziehung zu Gott selber auch Jesus Christus darstellt. Und die Pilgerinnen und Pilger wollen das und sollen das auf dem Pilgerweg erfahren. Und ich freue mich jetzt sehr, dass auch unser Ministerpräsident da auf diesem Weg mitpilgert. Dass der Ministerpräsident mitpilgert und das Gottvertrauen betonte, hält der Pilgerbeauftragte Rolf Seeger nicht für selbstverständlich. Das beeindruckt mich sehr, dass auch Politiker sich auf diese Grundwerte besinnen, die letztlich der Erfolg ihrer Politik mitbestimmen. Und ein Bischof, der sich zur Aufgabe gemacht hat, in der Verkündigung der christlichen Botschaft mitzuhelfen an einer menschenwürdigen und liebenswürdigen Welt und einem Zusammenleben in der Gesellschaft. Der Martinusweg verläuft quer durch 6 Länder, von Ungarn bis nach Frankreich. Allein damit ist der Pilgerpfad ein Sinnbild für die Einheit Europas, ohne die Frieden und Solidarität nicht möglich wären.